In diesem Video werde ich die MLA International Bibliography vorstellen. Sie gilt als die wichtigste und umfangreichste Fachbibliografie für die Sprach- und Literaturwissenschaften. MLA steht für Modern Languages Association. Das ist der wichtigste Berufsverband für Sprach- und Literaturwissenschaftler in den USA. Die Modern Languages Association gibt nicht nur die gleichnamige Fachbibliografie heraus, sondern definiert auch den weit verbreiteten MLA-Style, ein umfassendes Regelwerk zur Formatierung von Quellenangaben, für das es sogar ein eigenes Handbuch mit fast 400 Seiten Umfang gibt. In der MLA-Bibliografie findet man nicht nur wissenschaftliche Literatur zur Germanistik, sondern zu allen neusprachlichen Philologien, also zum Beispiel auch zur Anglistik, Romanistik, Slawistik und so weiter. Laut der Website der MLA enthält die Bibliografie Stand 2024 über 3 Millionen Einträge und jedes Jahr kommen ca. 70.000 dazu. Dafür werden über 6.000 Fachzeitschriften ausgewertet. Die MLA gibt es seit 1920 und seitdem wurden ca. 20.000 Zeitschriften ausgewertet. Die MLA ist also eine traditions- und umfangreiche Bibliografie. Wie in vielen anderen Fällen geht auch die Online-Ausgabe der MLA auf eine frühere Druckausgabe zurück. Diese wurde allerdings eingestellt. Im September 2009 ist die letzte Ausgabe erschienen. Wer mehr erfahren möchte, dem kann ich die Webseite der MLA sehr empfehlen. Da gibt es auch einige Video-Tutorials zur Vertiefung. Auch wenn die MLA eine beeindruckende Sammlung bietet, liegt ihr Schwerpunkt doch stark im englischsprachigen Bereich. Daher empfiehlt es sich sehr, zusätzlich Bibliografien zu Rate zu ziehen, zum Beispiel für die Literaturwissenschaften die Bibliografie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaften, kurz BDSL. Und wie findet man nun zur MLA? Wenn man in Suchmaschinen MLA Bibliography eingibt, kommt man nicht weit, sondern man findet nur die Infoseiten über die Datenbank. Ihr müsst also über die Seiten der Bibliothek einsteigen. Auf der Startseite der Website der UB Gießen findet ihr den Link Datenbanken DEBIS. DEBIS steht für Datenbank-Infosystem. Die MLA findet ihr über die Suche oder auf der Seite des Fachgebiets Germanistik. Alternativ findet ihr die MLA auch über unseren Katalog JustFind. Wenn ihr in den Suchergebnissen auf den Link zur Datenbank klickt, landet ihr auf der Übersichtsseite zur MLA innerhalb vom Datenbankinformationssystem. In der MLA gibt es neben der einfachen Suche eine sehr ausgefeilte erweiterte Suche. Schauen wir uns zunächst die einfache Suche an, also die Suche ohne weitere Voreinstellung. Hierbei ist der Suchmodus Boolean Phrase eingestellt. In diesem Modus wird nach Begriffen gesucht, die in einem bestimmten Abstand zueinander stehen. Wenn ihr beispielsweise nach Hahnke Niemandsbucht sucht, dürfen die Wörter Hahnke und Niemandsbucht durch maximal 5 andere Wörter getrennt sein, in beliebiger Reihenfolge. Ein Ergebnis wird euch nur dann angezeigt, wenn alle von euch gesuchten Wörter im selben Feld, wie zum Beispiel im Titel, im Thema oder im Abstract gefunden werden. Dieser Modus unterstützt auch logische Verknüpfungen wie und, oder und nicht, wenn ihr diese sogenannten booleschen Operatoren zwischen den Begriffen verwendet. Hierbei ist es ganz wichtig, dass ihr die englischen Begriffe and, or und not nutzt und diese auch groß schreibt. Beispiel: Jemand sucht Literatur zu Schillers Maria Stuart und möchte Werke ausschließen, die das gleichnamige Drama von Elfriede Jelinek thematisieren. Dafür müssen die Worte Maria, Stuart und Schiller mit and verknüpft und Jelinek mit not ausgeschlossen werden. Ein weiterer Suchmodus ist Find all my search terms. Hier werden automatisch alle eure Suchbegriffe mit dem booleschen und verbunden. Im Modus Find any of my search terms werden alle eure Suchbegriffe automatisch mit dem booleschen oder verbunden.
Bei der Option Smart Text Searching könnt ihr größere Textmengen, zum Beispiel einen Absatz oder eine ganze Seite, direkt in das Suchfeld kopieren und einfügen. Die MLA reduziert den eingegebenen Text auf die wesentlichen Suchbegriffe. Das basiert auf Begriffshäufigkeiten und erstellt anschließend eine gewichtete Anfrage. Diese Option würde ich aber als experimentell betrachten, da die häufigsten Wörter in einem Textabschnitt nicht unbedingt das Thema wiedergeben. Aber eine interessante Option ist es allemal. Neben den Suchmodi gibt es zwei Optionen zum Anhaken, sogenannte Expanders, die euch ermöglichen, den Umfang eurer Suche zu erweitern. Sie tun dies, indem sie eure Suche um Wörter ausweiten, die mit euren Schlüsselwörtern verwandt sind. Ist der Expander Apply Related Words angehakt, werden Ergebnisse eingeschlossen, die echte Synonyme und Pluralformen eurer Begriffe umfassen. Mit der Option Apply Equivalent Subjects, die von vornherein angehakt ist, werden die eingegebenen Wörter den Begriffen eines festen Vokabulars zugeordnet, um präziser über die Schlagworte zu suchen. Bei der MLA ist aber immer zu bedenken, dass diese Funktionen nur mit englischsprachigen Begriffen funktionieren. An eurer Stelle würde ich die Häkchen nicht verändern. Bisher konnte ich in der Praxis keine Unterschiede feststellen. Womöglich zeigt sich dieser eher bei der Recherche nach Literatur aus der Amerikanistik oder Anglistik. Die Möglichkeiten der erweiterten Suche in der MLA sind aufgrund der vielen Suchkategorien enorm. Sollten die Suchfelder der erweiterten Suche nicht von vornherein zu sehen sein, dann könnt ihr sie mit einem Klick auf Advanced Search anzeigen lassen. Ihr habt nun die Möglichkeit auszuwählen, in welcher Kategorie, also zum Beispiel Subject oder Author, nach eurem Suchbegriff gesucht werden soll. Beispiel: Ich wähle die Kategorie Subject, also Thema, und kombiniere das Thema Heinrich Mann mit dem Thema Frankreich und das mit dem logischen Operator und. Somit erhalte ich alle Publikationen, in denen sowohl Heinrich Mann als auch Frankreich als Schlagwort verzeichnet wurden. Die Schlagworte der thematischen Suche stammen aus dem MLA Thesaurus, einem riesengroßen Verzeichnis von Themen, Werken und Autoren. Das Stand 2022 über 100.000 Begriffe, 250.000 Personennamen und 400.000 Werke enthält. Zwar kann man das Feld Subject auch durchsuchen, ohne die Schlagwörter aus dem Thesaurus zu kennen, aber es lohnt sich trotzdem, über den Menüpunkt MLA Thesaurus einen Blick in die enorme Themenfülle zu werfen. Der Thesaurus kann übrigens auch durchsucht werden. Wenn ich Relevancy Ranked auswähle und nach einem Wort wie Reception suche, erhalte ich die relevantesten Begriffe aus dem Thesaurus und kann von dort aus eine Suche starten, die speziell nur nach exakt diesem Thesaurus-Begriff sucht. Wenn ich wie in dem Beispiel Reception Theory auswähle, erhalte ich Suchergebnisse speziell nur zur Theorie der Rezeption und nicht zur Rezeption allgemein. Sehr nützlich sind auch einige spezielle Themensuchfelder. Die Suchkategorie SK, Primary Subject Work, sucht nach Literatur zu einem bestimmten literarischen Werk. Wenn euer Interesse einem bestimmten Autor gilt, gibt es den Suchbegriff SA, Primary Subject Author. Mit SL, Subject Language, findet ihr Literatur zu einer bestimmten Sprache und mit LN, Linguistic Topic, Publikationen zu linguistischen Themen. In dem Bereich Limit Your Results gibt es zahlreiche Optionen zur Filterung. Wenn das Häkchen Linked Full Text gesetzt wird, werden nur Publikationen gefunden, zu denen ein frei verfügbarer Volltext vorliegt. Diese Option verringert die Anzahl der Treffer deutlich und ist gerade im geisteswissenschaftlichen Bereich, in dem viele Publikationen nur gedruckt erscheinen, nicht zu empfehlen. Mit Publication Date könnt ihr eure Suche auf einen bestimmten Erscheinungszeitraum begrenzen. Weiterhin kann nach Publikationstyp und der Sprache der Publikation gefiltert werden.
Mit Exclude Dissertations ist es möglich, Dissertationen, also Doktorarbeiten, von den Suchergebnissen auszuschließen. In den Geisteswissenschaften ist das selbstverständlich nicht sinnvoll. Diese und andere nicht ganz passende Filteroptionen gibt es übrigens hier in der Suchoberfläche der MLA, da sie zugleich auch die Suchoberfläche für Medline, eine medizinische Fachdatenbank, ist. Neugierige können gerne mal die Datenbank wechseln, indem sie oben auf Choose Databases klicken. Eine weitere interessante Datenbank ist übrigens das MLA Directory of Periodicals, ein Verzeichnis von Fachzeitschriften, das sich thematisch zum Beispiel nach dem Thema Language Acquisition hervorragend durchsuchen lässt. In der Detailansicht zur Zeitschrift findet ihr eine Menge Informationen, auf die ich hier aber nicht weiter eingehen werde. Zurück also zu den Filtermöglichkeiten innerhalb der MLA. Weitere interessante Filter sind Genre und Period. Genauso wie übrigens auch im Suchfeld Language kann hier eine Mehrfachauswahl vorgenommen werden, indem man während des Auswählens die Steuerung-Taste auf der Tastatur gedrückt hält. Auf diese Weise kann ich zum Beispiel nach Literatur zum Genre Brief im 16. und 17. Jahrhundert suchen. Von den Optionen Peer-Reviewed, Electronic Publication und References Available ist im geisteswissenschaftlichen Kontext abzuraten. Die nach wie vor hohe Bedeutung gedruckter Publikationen habe ich eben schon betont. Peer-reviewed bedeutet, dass die Arbeit vor der Veröffentlichung von anderen Expertinnen und Experten auf demselben Gebiet, den sogenannten Peers, begutachtet wurde. Der Peer-Review ist wie ein Qualitätsfilter und dieser Filter daher ganz bestimmt eine interessante Option. Die Erfahrung zeigt aber, dass die MLA über diesen Filter Beiträge aus Fachzeitschriften und Sammelbänden herausfiltert, die ohne Zweifel vorher begutachtet wurden. References Available soll die Suchergebnisse auf Publikationen einschränken, zu denen die Quellen von der Datenbank ausgewertet wurden. Dies ist im Bereich der Sprach- und Literaturwissenschaft nicht üblich und nur in wenigen Fällen gegeben. Sehr interessant für die Philologie sind dagegen die beiden Filter Item is Edition und Item is Translation, mit denen sich die Suchergebnisse auf Editionen, also wissenschaftliche Textausgaben, und auf Übersetzungen beschränken lassen. Nach dem Absenden einer Suche landet ihr in der Trefferanzeige. Ganz oben wird angezeigt, wie viele Treffer die Suche insgesamt erzielt hatte und wo ihr euch gerade innerhalb der Suchergebnisse befindet. Pro Seite werden 30 Treffer dargestellt. Diese Anzahl lässt sich über die Page Options ändern, sodass bis zu 50 Treffer pro Seite angezeigt werden können. Mit den anderen beiden Optionen zur Darstellung der Suchergebnisse kann man experimentieren. Aus meiner Sicht bringen sie allerdings keine Vorteile. Als Sortierung ist die Sortierung nach Relevanz voreingestellt. Wie immer sind Sortierungen nach Relevanz mit Vorsicht zu genießen, da die Relevanzkriterien nicht genau bekannt sind. Der technische Betreiber der MLA, EBSCO, schreibt in seinen FAQs dazu, dass unter anderem mit der Häufigkeit von Begriffen und der Gewichtung von Feldern gearbeitet wird, um die relevantesten Ergebnisse zu liefern. Klar nachvollziehbar sind auf jeden Fall die anderen Sortieroptionen nach Datum, also Neueste zuerst oder Älteste zuerst, und Autor. Die Sortierung nach der Quelle über Source nimmt die Titel der Zeitschriften, in denen die Beiträge erschienen sind, als Sortierkriterium. Auf der linken Seite können die Suchergebnisse über Refine Results weiter eingeschränkt werden. Die Optionen sind hier die gleichen wie im Fall der erweiterten Suche. Die MLA bietet auch sehr ausgefeilte Möglichkeiten, um die Suchergebnisse zu verwalten und zu speichern. Ergebnisse können in einem Ordner gespeichert werden, der allerdings nur dann erhalten bleibt, wenn man sich bei EBSCO registriert. Den Ordner kann ich in der oberen Menüleiste über den Menüpunkt Folder wieder öffnen und die Publikationen weiter verarbeiten. Zum Beispiel ausdrucken,
per E-Mail versenden, als Datei im HTML-Format abspeichern und nicht zuletzt auch über ein Austauschformat der Wahl in eine Literaturverwaltung exportieren. Wie das im Detail funktioniert, erfahrt ihr in unseren Tutorials und Kursen zu Literaturverwaltungsprogramm. Eine sehr einfache Möglichkeit, eine Suche zu speichern und weiterzugeben, ist ein Permalink. Diesen müsst ihr nur auswählen und in die Zwischenablage kopieren und an gewünschter Stelle, zum Beispiel in einer E-Mail, einfügen. Wer immer dann den Link öffnet, gelangt exakt zu diesen Suchergebnissen. Die URL in der Adressleiste des Browsers ist übrigens nach dem Ende eurer Sitzung irgendwann nicht mehr gültig. Ihr solltet, wenn es die Möglichkeit gibt, immer mit Permalinks arbeiten. Natürlich kann nur jemand etwas mit dem Link anfangen, wenn er über eine Bibliothek auf die MLA zugreifen kann. Es ist über Create an Alert sogar möglich, sich per E-Mail oder per RSS-Feed immer dann benachrichtigen zu lassen, wenn es neue Treffer zu der aktuellen Suche gibt. Für eine Benachrichtigung per E-Mail muss man sich allerdings auch bei EBSCO registrieren. Auch in der Detailansicht der einzelnen Publikationen gibt es diese und noch ein paar weitere Optionen zur Verarbeitung. Neben dem bereits erwähnten Print, E-Mail, Save und Export gibt es noch OneDrive, Site, Create Note und Permalink. Letztere ist sehr wichtig, wenn ihr auf eine Detailansicht verlinken wollt. Mit der URL in der Adresszeile des Browsers wird das wie gesagt nicht funktionieren. Site generiert bibliografische Nachweise in unterschiedlichen Zitationsformaten und kann zum Beispiel dann nützlich sein, wenn man eine bibliografische Angabe schnell in die Zwischenablage übernehmen möchte. Microsoft-Kunden können den Treffer sogar in ihr OneDrive exportieren. Davon würde ich persönlich aufgrund der umfassenden Zugriffsrechte, die man EBSCO damit einräumt, allerdings abraten. Zuletzt möchte ich auf den Verfügbarkeitsbutton eingehen. Er heißt Prüfe Verfügbarkeit HEBIS. HEBIS ist der Hessische Bibliotheksverbund. Die Verfügbarkeitsprüfung bezieht sich allerdings nur auf den Bestand der UB Gießen und leitet zu einem sogenannten Link Resolver weiter, der prüft, ob das Buch in der UB Gießen vorhanden ist. Auf die Ergebnisse des Link Resolvers solltet ihr euch allerdings nicht verlassen. Es gibt Fälle, gerade im Bereich der E-Books, in denen die Bestandsabfrage keine Treffer liefert, der Titel aber sehr wohl bei uns in der UB verfügbar ist. In diesem Video habe ich nur einen kleinen Einblick in die vielen Möglichkeiten und Funktionen der MLA gegeben. Die einfache und die erweiterte Suche, das Durchsuchen des Thesaurus, die Detailansicht und auch die Exportfunktion. Zur Vertiefung kann ich die Angebote auf der Website der MLA, also zum Beispiel die Videotutorials, sehr empfehlen.